Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, neue Quest, neues Glück. Ich bin wieder mit Knarre unterwegs. Aber erstmal geht es, den Fotowettbewerb zu gewinnen. Hat mich der Affe gelasert. Ich warte auf ein gutes Foto. Oh, und ich wundere mich warum. Nevermind. Ich hab mich verguckt. Ich sollte mich nicht nur auf die Fotos konzentrieren. Hat mich den Rajan nicht schon auf der Knochen? Hilfe! Okay, das lass mich los! Das ging schnell. Weißt du jetzt wie so eine leibhaftige Zerstörung? Der hat mich einfach genommen und in die Wette geworfen! Da konnte ich nicht mehr wirklich viel gegen heilen. Hallo, du hättest eine Blitzbombe werfen können! Meinst du, sowas hab ich mit? Ich habe ein Foto, wie er den Blitzstrahl macht. Ich habe einfach das Foto gemacht, während ich eh durch die Luft flog. Oh, guck mal, die Rette kommt von alleine. Und ist auch noch ein Revierkampf. Also ich nehme nur das erste Foto davon. Oh, wenn wir das dem Sunny erzählen, der wird sich gleich grün und blau ärgern. Vor allen Dingen war es genau dasselbe Bild, was man in der Cutscene gesehen hat. Mhm. Man hat einfach den Schweif genommen und die dann rumgeschlagen. Schon wieder Mitleid mit der armen Ritter ein. Ich hätte gern sowas wie Schnellladen. Komm her. Dich mach ich fertig. Achso, ich habe immer noch so einen Rechtsstrahl. Oh Gott. Ich sah mein Ende schon. Das erste Mal habe ich das Viech im Hiring Solo gemacht. Das war eine Tortur. Hast du dir auch schon ein Foto gemacht für die Foto-Challenge? Ich habe eins gemacht, aber das ist kein gutes gewesen. Du hast drei Versuche, ein gutes zu machen. Du wirst dich jetzt grün und blau ärgern, aber wir haben einen Revierkampf zwischen Rajang und Rettern gerade gesehen. Auch hier kleinen dreckigen. Komm, mach nochmal den Laser. Nein, so will ich kein Foto machen. Geh mir nicht auf den Pilz. Komm, werd Gold. Ich will kein Foto von dem Schwarzen haben. Hey, das war rassistisch. Das war mega rassistisch. Aber es ist so. Der sieht in Deutschland viel besser aus. Naja. Vielleicht solltest du an der Wortwahl nochmal arbeiten. Das könnte übel aufgenommen werden. Ja, das ist, Leute, so war es nicht gemeint. Und du wirst von denen nicht geflamed werden. Oh, guck mal, er ist wieder golden. Also, ein Rassist dürfte ihn jetzt schon nennen. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin alles andere als ein Rassist. Aber du hast gerade gesagt, dass das schwarze Scheiße aussieht. Weil er in Gold viel schöner aussieht. So war das alles. Oh, guck Leute, ihr macht's schon wieder. Treffe ich eigentlich auch von hier oben?
Nee, da sagt er mir außer Reichweite. Seht das jetzt noch als blau? Das sieht während des Sprungs noch ein blauer Sch. Ach Gott, ich muss meine Munition noch sortieren. Ich hab die unsortiert reingetan. Aber wie schnell da einer rumbringt. Ich treffe von hier einfach nicht. Der ist zu schnell. Ich treffe nicht. Ich habe irgendwas anderes getroffen. Nee, für Streuung bewegt er sich zu viel. Brauche ich nicht abfeuern. Problem ist, der ist immun gegen Lähmung. Ja, macht Sinn. So, ich habe meine drei Fotos gemacht. Ja, eins darfst du schicken. Darfst dir einen von dreien aussuchen. Ich nehme das erste, was ich von der Fotosession da gerade eben habe. Von der im Revierkampf, wo der den am Schweif gepackt hat und rumgeworfen hat. Oh Mann, das hätte ich nicht. Das hättest du vor allem gern gesehen. Ja. Nein! Warum musst du mich immer lasern? Vielleicht mag er dein Gesicht nicht. Vielleicht will er dir eine Schönheits-OP verpassen. Ja, aber dann nimm deine Fäuste nicht, dein Laser! Das macht man per Hand. Der Laser wird. Der Laser wird. Laserbehandlung will ich nicht. Ist ekelhaft. Und das passiert, wenn man ihn während er wütend ist auf den Schwanz haut, dann man kann ihn so aus dem Wutmodus rausprügeln. Ich treffe das Gesicht einfach so gut wie gar nicht. Ja, so sieht's auch aus, dass du da raus ist. Oder? Ne? Wenn du es schaffst, dass er jetzt liegt, ne, dann schaff. Ja, da hinten treffe ich ihn mit Streuung nicht. So, jetzt kann ich mal eine Streuung auf ihn draufballern. Und Sunny weg. Eins der Hörner ist platt. Nein! Ich will nicht! Gut, dass er noch nicht. Warum willst du mich immer lasern? Der hat gerade schon wieder. Weißt du, die einzige Attacke, wofür der sich immer zu mir dreht, ist für den scheiß Laser. Ja, weil du aus Halb- und Nackenreichweite stehst. Also muss er dich anders treffen. Das ist nun mal der Laser. Also Rajang ist für mich eine Mischung aus Super Saiyan und der Werfenform. Ich finde Werf ist schlimmer, weil der unkontrolliert angreift. Ja, aber. Es will eine Revanche! Er folgt eine riesige Kamera, ja. Ich glaube, der Rajang hat es noch nicht genug verprügelt und die Retter haben keine Lust drauf. Und sein schweifendes Schwanz spielt nicht die Schwachstelle von ihm. Bisher ist übrigens nur ein Horn kaputt. Kann er irgendwas aus diesem Baum raus. Ey, er hat sich mal nicht für den Laser zu mir gedreht. Das geschehen doch Wunder. Auf dem Baum ist, meine ich, eine von den Notizen. Bin auf dem Weg. Ich mach das erst, wenn der weg ist. Der hat mich heute schon genug gelasert. Aussage. In Jung. Im Lava-Höhenbogen hat. Ich hab einen Rajang im Gesicht! Ich bin grad fast in den Laser. Schon wieder gelasert worden! Ich bin grad fast in den Laser reingesprungen. So fast mal. Ja, hier hast du ja zum Glück den Vorteil von im Gegensatz zu anderen Spielen, du kannst mitten in der Luft noch ausweichen. Bei einem anderen Spiel, du springst runter, siehst den Strahl und dann denkst du dir, ach oh Gott, da ist schon mein Ende. Du da siehst ein. Ja, du. Wenn du schon seit 5 Minuten weißt, du bist gearscht.
Mir geht die Detonationsmunition so langsam aus. Und natürlich verschieße ich die letzte. Perfekt. Ich stelle eine Fallgrube. Ich stelle eine Fallgrube auf. Ja, ich sehe nur den Riesenlaser in meinem Gesicht. Spring da bitte einmal rein. Ich hab auch noch Bomben. Ja, ich will Weifermuni abschießen. Das ist der Hauptgrund. Die Bomben sind Nebensache. Nee, wir können seinen Mond wegbringen. Ja, wenn er. Danke. Ach, der hat die Bombe gleich mitgezündet. Weg da! Bin auf dem Weg! Hast du, hat mich nicht getroffen. Ey, du willst mich jetzt schon wieder lasern, nur weil ich aufgestanden bin. Ja. Wieso das denn? Weißt du was, ich schieße jetzt einfach von hier oben aus weiter auf den. Der will mich tot haben, der will mich nur lasern. Ja, da kann er mich mal am Arsch. Da kannst du mich mal kreuzweise. Ich bleib jetzt hier oben. Ja, ich weiß, der Laser gleich hier hoch. Nee, er lasert dir den Arsch. Wenn er dich am Arsch kann. Wie hat er mich getroffen? Das hat absolut keinen Sinn gemacht. Das habt ihr gesehen, ne? Er hat gegen den Baum geschlagen und ich bin runtergeflogen. Ich bin zurück, was habe ich verpasst? Wahrscheinlich den Laser in meinem Gesicht. Ich wurde gerade fast gelasert, aber der Rajang selber hat mich auf den Laser rausgezogen, bevor er Wartet, ich komme gleich wieder. Ich habe eine Antidope auf dem Weg gehabt, die nutzlos ist, deswegen nutze ich sie einfach sofort. Eine Knallkröte setze ich auch sofort ein. Hab damit euch zwei sogar gerettet, gewisserweise. Ich habe Feuer bekommen. Ja, ich auch. Aber es ist ja Wasser. Bitte bleib stehen! Ja. Wer war das? Ihr Drecksäcke, ich hab dadurch meine Weifermuni nicht geschafft. Das nicht. Wer war was? Ihr habt meine Weifermuni aufgehalten. Ich hätte perfekt reinschießen können. Irgendwer hat da rumgeschnetzelt. Ich hab noch nicht gesehen, wer. Wer stand? Einer stand vor und der andere hinter dir. Ja, ich sehe spätestens, wenn ich die Aufnahme angucke, wer mich da unterbrochen hat. Wahrscheinlich der da. Der Laser war auch in die Richtung. Der wollte euch auch der hat mich aus der Luft gelasert. Oh Mann, das ist ja so ein geiles Bild geworden. Ja. Ja, ich habe meine drei Fotos ja schon. Die Retter will ihre Revanche. Ich glaube, ich habe noch drei. Oder sie sieht den Rajang und will direkt weg. Aber ich habe schon eins, das ich ganz gut finde. Aber eigentlich ja, mit dem Revierkampffoto habe ich eigentlich sogar schon gewonnen. Glaube ich. Hängt davon ab, was die Community denkt. Au. Er lasert man nicht auf mich? Nee, er hat mich gelasert. Nein, er kommt kein Fest von getroffen haben. Ah, es ist kaputt. Es ist noch kaputt gegangen. Das war mein Sakura-Hieb. Das war das Horn. Sehr schön. Das war die zweite Schnittwelle vom Sakura-Hieb. Ich stehe bereit, auch wenn der Schockfeuer, glaube ich, überhaupt nichts bringt. Warum hat der nicht getötet? Nö, den ignoriert Schockfall einfach. Ich bin nicht mal mehr die Fallgrube da. Der hat die Schockfall aufgehoben und einfach zerdonnert. Hat einer nicht. Oh, sie sind so friedlich, wenn sie schlafen. Wie gehen zwei Hörner? Ich revidiere meine Aussage, der sieht selbst im Schlaf aggressiv aus. True.
Wieso willst du so selten? Bei ihm geht es. Jeder wirkt im Schlaf so friedlich von den Viechern, nur der nicht. Ja, Leute. Das war's auf jeden Fall mit dieser Aufnahmesession. Ich habe ordentlich aufs Maul diesmal bekommen. Ich hoffe, das hat euch gefallen zur Abwechslung, anstatt dass Sunny einen draufkriegt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.